Servus liebe Sportsfreunde, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und heute geht es über das Thema, wie lange hält mein Laufschuh? Denn viele fragen sich, wie lange hält überhaupt mein Laufschuh, wann sollte ich meinen Laufschuh wechseln, wie viele Laufschuhe brauche ich vielleicht auch oder ab wann brauche ich mehrere Laufschuhe und auf die Fragen gehen wir heute ein. Die Frage ist gut, wie lange hält ein Laufschuh, ab wann sollte ich einen Laufschuh wechseln und da ist in der Regel eigentlich 650 bis 800 Kilometer. Das ist so um den Dreh roundabout, was ein Laufschuh auf jeden Fall hält. Es variiert immer ein bisschen, manche Hersteller geben auch 1000 Kilometer sogar an, manche natürlich auch ein bisschen drunter, je nach Art von Schuh, zum Beispiel Wettkampfschuhe, vielleicht sogar einen gestützten Schuh, der von Haus aus sehr stabil ist. Da kann so ein Wettkampfschuh, der ultra leicht ist, ultra direkt ist, natürlich nicht mithalten, weil er einfach viel schneller einfach hart wird und vor allem dann auch die Stabilität und die Haltbarkeit des Schuhs ist da viel, viel kürzer. Denn das bringt uns zur allgemeinen Frage, was beeinträchtigt die Langlebigkeit meines Laufschuhs? Ganz klar haben wir jetzt schon mal die Schuhart, die Schuhbeschaffenheit. Dann haben wir natürlich Körpergewicht. Ist jemand sehr, sehr schwer? Ist jemand sehr, sehr leicht? Hat auch nochmal ein anderes Laufverhalten dann meistens, aber trotzdem, das beeinträchtigt ganz klar die Langlebigkeit des Schuhs. Dann auch der Untergrund. Laufe ich mit einem Straßenlaufschuh auch viel Schotter-Kiesweg oder vielleicht sogar Trail oder laufe ich andersrum mit einem Trailschuh auf Asphalt? Jeder, der schon mal gewisse Trailschuhe probiert hat, die ein sehr grobes Sohlenprofil haben, der weiß ganz genau, dass die sich sehr schnell auf Asphalt ablaufen, abreiben. Dann der nächste Punkt ist natürlich auch das Wetter. Laufe ich viel bei Regen, bin ich bei Regen viel draußen. Gerade diese dünnen, ganz leichten Schuhe mittlerweile, die nur noch fast ein Lagenmesh oder nur noch ganz dünnes zwei Lagenmesh haben, finde ich persönlich, komme mit Wasser auch oft nicht so gut zurecht. Oder laufe ich sogar teilweise bei sehr heißen Bedingungen, also lebe ich wo oder laufe Wettkämpfe oder Läufe, wo es sehr, sehr heiß ist, der Asphalt extrem heiß ist, das ist natürlich auch dann ein Unterschied und auch teilweise dann die Lagerung, die kommt auch drauf an. Ich gehe mal davon aus, dass ihr alle normalen Schuhschrank habt oder den ganz normal im Haus oder in der Wohnung lagert. Da denke ich, passiert jetzt nichts. Wenn ich den natürlich jetzt im Keller bei Minusgrad und hoher Luftfeuchtigkeit habe, weiß jeder, dann fangen die schon extrem schnell an zum Riechen. Bakterien sammeln sich da, kann teilweise auch die Langlebigkeit des Laufschuhs beeinträchtigen, aber die früher genannten Punkte sind da auf jeden Fall wichtiger. Wie ihr natürlich auch noch gut gucken könnt, in welchem Zustand euer Laufschuh ist oder wie lange er noch hält, ist am besten einfach nachsehen. Viele, super einfacher Tipp, aber voll viele machen das gar nicht, stellen ihren Schuh wieder zurück, gucken gar nicht, ob der irgendwelche Anzeichen von Verschleiß zeigt, dass er irgendwo aufreißt, die Sohle abgelaufen ist, in der Ferse das Futter rauskommt, an der Zunge vielleicht aufreißt, das Mesh irgendwo aufbricht. Das sind so ganz klare Indikatoren, dass der Schuh einfach nachlässt, auch wenn der Schaum, die Sohle quasi, dieser EVA-Schaum, Falten und Risse kriegt. Also das sieht man ganz klar am Schuh selber auch. Da einfach mal nachgucken, machen ganz viele nicht, ganz simpler Tipp, aber sehr hilfreich. Was ich da natürlich auch empfehlen kann, ist den Laufschuh zu tracken, in Strava zum Beispiel oder gibt auch einen Haufen andere Sport-Apps, wo ich den Laufschuh speichern kann, die Läufe dann auf den Schuh speichern kann und dadurch dann sehe, wie viel ich da wirklich drauf laufe, auch merke, okay, auf den Schuh oder die Marke laufe ich mehr, auf eine andere Marke laufe ich jetzt vielleicht eher weniger, da hält mir der Schuh nicht so lang. Das ist eigentlich auch immer sehr interessant nachzuschauen und zu sehen, wie viel Kilometer schaffe ich da wirklich mit einem Schuh. Dann ist natürlich auch noch ein großer Punkt, wie viel laufe ich denn überhaupt über die Woche, Monate, in einem Jahr. Das ist auch natürlich ein Riesenthema. Ab wann brauche ich einen Zweitschuh, ab wann lohnt sich ein Zweitschuh? Da muss ich sagen, ab sag mal so viermal die Woche, wenn ich dann auch mal anfange, vielleicht sogar dreimal die Woche Intervall einzubauen, Tempoläufe mit einzubauen oder sehr, sehr lange Ausdauerläufe, wo ich sage, okay, ich hole mir einen stark gedämpften Schuh, einen hochgedämpften Schuh, will aber auch einen direkteren, dynamischeren Schuh für kürzere Strecken, wie gesagt, Intervall, Tempoläufe, für längere Ausdauerläufe natürlich einen besser gedämpften, hochgedämpften Schuh. Das macht A, mehr Sinn vom Training, auch mehr Spaß, man merkt den Unterschied einfach deutlich und die Schuhe halten euch dadurch natürlich tendenziell über das ganze Jahr lang, wie da mehrere Schuhe eigentlich zu kaufen. Denn da ist auch die Frage mit dem Preis. Viele denken oder sagen natürlich auch, ja, wenn ein Laufschuh 190 Euro kostet, dann muss er ja viel länger halten und hochwertiger sein wie ein Schuh, der jetzt 80 Euro kostet. Also da, das stimmt nicht ganz. Es gibt viele Wettkampfschuhe, die auch
vom Preis eher sogar noch höher sind wie jetzt Daily Trainer oder ich sage jetzt mal normale Allround-Schuhe, so ein Brooks Ghost, der bei 150 Euro liegt oder ein Essex Cumulus, der bei 140, 150 Euro mittlerweile liegt. Oder ich habe dann natürlich einen Kayano Nimbus, der noch mal teurer ist bei 190 Euro, bis hin zu Wettkampfschuhen, die dann teilweise noch mehr kosten. Genau, da muss man aufpassen, auch unterscheiden. Also ich sag mal, ein normaler, guter Allround-Laufschuh 140 bis 180 Euro ist da eigentlich normal. Was man natürlich machen kann, haltet die Augen auf für Schnäppchen, Auslaufmodelle. Vom Preis her sind die gut und oft reduziert zwischen 80 und 100 Euro, könnt ihr da auch einen guten schießen. Also das, wenn man ehrlich ist, ändern die oft die Farbe und dann ist der Schuh reduziert und das alte Modell werden ja nicht immer geupdatet und da muss ich sagen, kann man auch oft ein gutes Schnäppchen schießen. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne einen Daumen nach oben da, Glocke aktivieren, Kanal abonnieren, würde mich freuen. Bis zum nächsten Video, bis dann, ciao.